einmerken, Freunde. Wir freuen uns ja, dass wir auch mal ein Schlossberg gefunden haben bei dieser Eiseskälte. Na, wer hat denn am meisten gefroren? Oh ja, aber wir hier am Backofen, wir haben das immer kuschelig warm. Hier ist es wirklich schön. Na, und heute gibt es bei uns eine Geschichte. Wer hat denn jetzt schon zu Weihnachten mal so in der Adventszeit eine Geschichte gehört? Wem wird mal so eine Geschichte vorgelesen? Oh, so eine Mädel. Na klar. Guten Abend. Und hört ihr gern Geschichten? Das ist schön. Ich habe euch nämlich heute eine Geschichte vom Weihnachtsmann mitgebracht. Und der Weihnachtsmann hat ja einen langen Bart, das wisst ihr doch. Und der Bart sieht ja auch immer anders aus. Habt ihr das schon mal festgestellt? Mal ist er weiß, mal ist er ein bisschen lockiger, mal ist er ein bisschen tansiger. Und warum das so ist, das erzähle ich euch jetzt. Der falsche Bart des Weihnachtsmannes. Dass der Weihnachtsmann einen Bart hat, weiß ja wohl jeder. Lang und weiß ist er und ganz weich, wie aus Wolle. Aber dass der Bart nur aufgeklebt ist, das wissen die wenigsten. Und das kam so. Vor ziemlich langer Zeit, 150 Jahre ist das bestimmt schon her, da hatte der Weihnachtsmann noch einen echten Bart. Er war sehr stolz auf ihn und bürstete und pflegte ihn jeden Tag. Es kam der Dezember und im Haus des Weihnachtsmannes ging es regel zu. Wichtel und Elfen, Zwerge und viele Waldtiere halfen bei den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Es wurde gemalt und gebastelt. Geschenke wurden verpackt und sortiert. Und jedes Päckchen wurde beschriftet, damit die Geschenke auch zu dem richtigen Kind kamen. Das ist ja manchmal nicht so einfach. Der Weihnachtsmann holte seinen Schlitten aus dem Stall. Da musste manches repariert und poliert werden. 3 Tage vor Weihnachten war alles fertig. Es fehlte nur noch eins. Ja, was braucht denn der Weihnachtsmann, wenn er mit dem Schlitten fahren will? Wildtiere. Das auch. Und was fehlt dann noch, wenn man mit dem Schlitten fahren will? Ja. Du? Geschenke? Nee, die fehlt schon. Aber was braucht denn der Schlitten, um zu fahren? Ein Schlitten. Na, was kommt vom Himmel? Schnee. Na, endlich. Das war jetzt schwer. Also, es fehlte der Schnee. Genau. Ohne Schnee konnte der Weihnachtsmann seinen Schlitten nicht benutzen. Und ohne seinen Zauberschlitten war es unmöglich, in einer einzigen Nacht alle Geschenke zu verteilen. Der Weihnachtsmann war verzweifelt. Da beschlossen die Waldtiere, ihm zu helfen. Die Rentiere, die am schnellsten von allen laufen konnten, wurden ausgesandt, zum lieben Gott zu gehen und um Schnee zu bitten. Der Weg war weit. Durch dichte Wälder, über steile Berge und durch tiefe Flüsse mussten die Rentiere. Aber sie gaben nicht auf. Immer wenn sie laufen, es ginge nicht weiter, dachten sie an den Weihnachtsmann und die armen Kinder, die auf die Geschenke warteten. Trotz aller Bemühungen kamen sie erst am Morgen des Weihnachtstages an ihrem Ziel an. Sie erzählten dem lieben Gott, warum sie gekommen waren, und er hob seinen Hirtenstab und ließ es schneien. Überall fielen die weichen, dicken Flocken auf die Erde nieder, und schon bald war alles mit Schnee bedeckt. Weil die Rentiere so tapfer gewesen waren und es nie und nimmer geschafft hätten, rechtzeitig zum Weihnachtsfest zurück zu sein, gab ihnen der liebe Gott die Gabe, am Weihnachtstag fliegen zu können. So waren sie in Windeseile bei ihren Freunden. Aber was mussten sie sehen? Alles war tief verschneit, ganz so wie es sein sollte. Aber es war bitterkalt für alle die Tiere. Die Schutz vor der Kälte suchten, war bald kein Platz mehr. Sie rückten alle eng zusammen. Trotzdem passte bald nicht einmal mehr eine Maus ins Haus hinein. Dabei waren noch einige Tiere draußen vor der Tür. Die Spatzen hatten es besonders schwer. Sie fanden kaum mehr Futter, weil alles vom Schnee bedeckt war. Und die Kälte ließ ihre Flügel erlahmen, sodass sie nicht mehr fliegen konnten. Der Weihnachtsmann überlebte nicht lange und schnitt ein Stück von seinem Bart ab und baute den Spatzen damit ein Nest. Doch es warteten noch der Igel, das Eichhörnchen und der Feldhamster.
Jedes Tier bekam ein Stück von seinem Bart. Zum Schluss war fast nichts mehr übrig. Der lange Bart, auf den er so stolz gewesen war, war ganz kurz. Da stand auf einmal die Mäusefamilie vor ihm. Die fünf kleinen Mäusekinder zitterten so stark, dass der Weihnachtsmann befürchtete, sie würden erfrieren, wenn sie noch länger in der Kälte blieben. Ohne nachzudenken, schnitt der Weihnachtsmann auch noch den Rest von seinem Bart ab. Schnapp. Und die Mäuse bauten sich sogleich ein warmes Lager daraus. Der Weihnachtsmann war glücklich, dass die Tiere nicht länger leiden mussten. Doch als eine der Elfen den Weihnachtsmann sahen, erschrak dieser Vorsprung. Wie schaust du denn aus, Weihnachtsmann? So kannst du unmöglich zu den Menschen gehen. Wenn nun eines der Kinder dich zufällig sieht, du siehst ja schrecklich aus. Der Weihnachtsmann betrachtete sich im Spiegel. Auf seinem Gesicht waren nur noch Stoppeln und ein paar vereinzelte Haare zu sehen. Richtig zerrupft schaute er aus. So konnte er tatsächlich nicht zu den Kindern gehen. Die würden womöglich Angst vor ihm bekommen. Seine Elfen hatten eine Idee. Sie malten ihm einen Bart auf, aber das sah dumm aus. Dann bastelte der eine Elf einen Bart aus Silberpapier. Der glänzte zwar schön, aber der Bart schaute nicht aus wie ein echter Bart. Sie klebten dem Weihnachtsmann sogar einen Zuckerwattebart an. Der war richtig buschig und schon fast wie ein echter. Aber leider naschte der Weihnachtsmann so gerne und bei Zuckerwatte konnte er nicht widerstehen. So hatte er den Muschelbart nach kurzer Zeit aufgegessen. Da kam der kleinste Elf auf die Idee, einen Bart aus Watte anzukleben. Und das geschah dann auch. Dieser Bart war perfekt. Er war lang und flauschig und buschig und weich. Mit diesem Bart waren alle zufrieden. Besonders aber der Weihnachtsmann. Weil aber der Bart des Weihnachtsmannes nie so recht nachwachsen wollte, hat er bis heute einen aufgeklebten aus Watte. Oder vielleicht haben die Elfen sich in der Zwischenzeit noch was Besseres einfallen lassen. Ja, so ist das mit dem Bart des Weihnachtsmanns und darum